Abend zurück, liebe Leute, zu Fire Emblem. Und es hat sich ja nichts getan, weil die Leute sind ein bisschen rumgewandert und wir haben gecheaten, guten Taten, Tetten. Ich habe natürlich gerade es mir eingefallen, ich wollte nachgucken, wie man Nino kriegt, aber ist ja wurscht. Sie hat ein bisschen gelevelt, ihre Heilung ist weg und BAM! Nichts! Heath ist ein Wolf Wyvern Lord. Ich habe ihn entwickelt, ja, ich habe ihn bis 20 gelevelt und dann entwickelt. Und unser Runde 56 und unser Gold ist ein bisschen hochgegangen. Und ich werde ihn den Boss besiegen lassen. Ich möchte zumindest versuchen, ihn den Boss besiegen zu lassen. Und währenddessen möchte ich mal ganz kurz versuchen, mit ihm hier die Arena zu machen. Bei Heath gerade kam so, wollte um 560 Gold wert, nur um 600, bei ihm 700. What the Fraggle? Hört doch mal auf! Wenn du mal guckst. Nein! Hört doch mal auf! Gib mir mal 550er oder so. Okay, dann lassen wir das. Dann hält nicht. Was kriegst du? Was? ...50 Leben, ich seh's gerade jetzt! Holy Balls! Trifft der? Ich hab B gedrückt, nein, ich hab mich verklickt. Oh, egal. Kriegt sie halt nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte. Aber wow, holy Balls! 50 Leben! Der Hawkeye ist schon ein nackter Typ. Und ich würde sagen, wir... ist ja schade, dass ich ihn nie entwickelt habe, aber wurscht. Mach uns bereit, unseren Kumpel da drüben zu verprügeln. Hallo. Nein, ich stelle ihn nochmal hier hin. Die sind auch bereit. Lass ihn hier hin und ihn nochmal da kurz heilen. Und let's go. Wir verprügeln jetzt Linus. Oder Linus oder Lucius? Es ist Lloyd, nicht Linus, Lloyd. Und ich habe ein Schwert und ich mache fast genauso viel Schaden wie er, nur er hat 13% Crit-Chance. Ja. Axtmeister. 20 zu 20. Okay, ist ein bisschen uncool. Er hat aber nur ein Silberschwert, heißt, wenn ich von hier angreife, hat er einfach keinerlei Chancen. Im Namen der Fang spreche ich über euch das Todesurteil. Gebt nicht mir die Schuld an eurem Schicksal. Ihr habt es euch selbst eingehandelt. Da-dum. Das war jetzt weniger erfolgreich. Heißt er. Ah. Au. Halleluja. Okay, das sind 18, nicht mal 24. Wurfball. Wenn ich mir den Wurfball hier drüben hinstelle und dann werfe. Trefferchance 29. Mir wurscht, ich versuch's. Ich treffe! Ich treffe mit dem mit 71% oder so. Dings sind nicht getroffen. Ist schon ein bisschen unfair, oder? Ist schon ein bisschen arschig. Er könnte. Wow, er kann mich mit 2 Crits nicht killen. Boom! Nice! Wow, nicht mal ein Level Up hat er bekommen. Nicht mal ein Level Up. Haltet still, ihr seid schwer verletzt. Ich wurde geschlagen. Ihr seid stark, viel stärker als ich euch zugetraut hätte. Aber ihr seid auch närrisch. Wie könnt ihr nur Gefühle an mich verschwenden? Da ich doch euer Feind bin. Na, ah, das war vorauszusehen. Edward! Ruhig, ich habe nicht die Absicht, mit einer Geisel zu entkommen. Nachdem ich mit euch fertig bin, können die anderen abziehen. Uhai sagte dies auch. Was? Wir haben gegen euren Kameraden Uhai auf der Insel des Grauens gekämpft. Er sagte, dass er nichts so Feiges tun würde, wie eine Geisel zu nehmen. Er kämpft ehrenhaft. Ihr Blackfangs seid nicht von Grund auf böse. Warum also müssen wir kämpfen? Uhai. Ihr habt mit ihm gesprochen. Ja, mit seiner letzten Kraft verrät er uns den Weg zum Drachendorf. Ich stehe.
ich habe meine Ehre. Ich werde euch nicht wieder angreifen. Werdet auch ihr für unsere Sache kämpfen? Nein, aber irgendwas ist nicht richtig. Ihr solltet eine kurze Gnadenfrist erhalten, bis ich meine Antwort habe. Sagt uns, wie lautet euer Name. Ihr solltet ihn erfahren, wenn wir uns beim nächsten Mal gegenüberstehen. Wir sehen uns. Hütet euch vor einer Frau namens Sonja. Okay. Das war knapp. Und es kommt wieder ganz viel Gelaber. Vergebt mir. Ich wollte wenigstens einmal mit ihm sprechen. Denkt nicht weiter darüber nach. Wenigstens haben wir etwas über unseren Gegner erfahren. Die Blättern scheinen doch so etwas wie Ehre zu kennen. Vielleicht werden sie tatsächlich nur von Nörgel benutzt. Nörgel, diese kleine Nörgel. Sollten wir Brian Reed im Anführer sprechen. Führer. Vielleicht finden wir eine Lösung. Ohne einen weiteren Kampf ausrechnen zu müssen. Das gefällt mir nicht. Das hört sich nach einem schrecklichen Plan an. Hector. Lass uns zum Lager zurückkehren. Vielleicht haben wir eine Nachricht von Pent und den anderen. Ich habe nicht, was denn jetzt, was das jetzt sollte. Okay. Das dachte ich mir schon. Sie sind nicht die Bande von Strauchdieben, als die sie von Sonja hingestellt wurden. Ich kann mich jetzt nur anstellen, dieser Frau die Maske vom Angesicht zu reißen, sodass jeder erkennt, wer sie in Wahrheit ist. Unmöglich, nicht ein Geräusch, nichts. Leute, der weiße Wald, welch starke Quintessenz. Linus, sag, Vater. Nein! Der war im Endeffekt nett und sie haben ihn. Was? Bist du wahr? Dem Himmel sei Dank. Du, ich kenne dich. Aber sicher, wir haben uns schon viele Mal gesehen, aber ich glaube, ich habe dir meinen Namen noch nie verraten. Ich bin Nino, Sonjas Tochter. Was machst du da? Weh? Hast du das Gesetz der Fang vergessen? Opfere die Verwundeten, um den Starken zu retten. Das ist nicht. Ich war ohne Bewusstsein alleine außerhalb unseres sicheren Hallen. Du hättest das Gesetz befolgen, mich töten und entkommen sollen. Und doch hast du es nicht getan. Warum? Aber meinen Kameraden sterben lassen, das hätte ich nicht tun können. Sei nicht dumm. Beweg dich nicht. Nein. Beweg dich nicht. Nein. Beweg dich nicht. Hier, stell dich auf mich. Fass mich nicht an. Bitte beweg dich nicht. So viel Blut. Du blutest schon wieder. Was soll ich nur tun? Es wird nicht mehr aufhören. Hm. Bitte, stirb nicht. Du darfst nicht sterben. Oh. Lloyd. Bruder, Lloyd. Das ist unverzeihlich. Ich werde sie alle töten. Nicht einer wird überleben. Nein. Jetzt denkt er, wir haben seinen Bruder auf dem... Ach, blöd. Freihaus von Byron. Okay, Freihaus. Eurer Galerie Hoheim, dein Beispiel der Höhle ist eingetroffen. Wo ist Tüfel? Eure Majestät, welch Vorhalt euch zu sehen. Welch glorreicher Tag, der uns die Gnade eurer Präsenz erleben lässt. Genug, ruft den Jungen. Euer Sohn hilft sich in der Kunst der Falknerei. Ihr wusstet, dass ich kommen würde, oder doch habt ihr weggeschickt. Listig wie und je Weib. Komm, gib mir eine schöne Rückhand. Komm, verdient hat es. Nun gut, dann muss ich mit euch vorleben nehmen. Noch 10 Tage bis zur Adoleszenzfeier des Jungen. Es bleibt mir, darüber zu sprechen. Endlich. Wenn du zu mir fühlst, bist, wird unser Sohn, der so lange den Schatten des Christen musste, endlich von allen als der legitime Thronerbe anerkannt werden. Wisst ihr denn, wie lange er sich schon auf diesen Tag freut? Lasst ab von euren Monierungen, ihr und Zephil. Königin und Thronerbe von beiden, habt niemals noch etwas verlangt. Wir sind hier in diesem Freihaus, während ihr im Palast lebt, zusammen mit dieser Frau. Ihr seid sicher enttäuscht, da sie euch keinen Prinzen, sondern einen Prinzessin war. Helene, ihr will zu Wort. Ein Kind, das durch mich das edle Blut Etrurias in seinen Adern trägt, wird in 10 Tagen als der rechtmäßige Erbe des Thrones ausgerufen.
Egal, wie sehr ihr sie falschen mögt. Eure illegitime Tochter Genevieve ist dazu bestimmt nicht mehr zu sein als ein Schatten von niedriger Geburt. Es ist mein Sohn Zephyr, der dazu ausgekommen ist, über Bayern zu regieren. Mein Sohn Zephyr. Ich freue mich, es mir bereit, diese Worte auszusprechen. Seid ihr damit fertig, eure Gedanken Ausdruck zu verleihen? Nun, auch ich habe etwas, das ihr euch anhören müsst. Was mag das wohl sein? Letzte Nacht wurde aus dem Palast das Feueremblem von einem Übeltäter gestohlen. Title Drop! Das kann nicht sein. Die Botschaft geht auch sein, Eure Majestät. Sagt, wer würde ein solches Märchen glauben? Das war Fire Spirens größte Nationalschatz. Fire Emblem. Fire Emblem. Kein Juwel dieser Welt kommt ihm gleich. Nicht mal, nichts. Nur ein Titel eines Spiels würde ihm wahre Warkraft verleihen. Diesen Namen. Ein so schwer überwachtes Objekt zu stehen, ist unmöglich, oder etwa nicht? Unglücklicherweise spreche ich wahr. Nein. Ihr wisst um die Wichtigkeit des Fire Emblem. Es ist das Symbol des Thronerben, das Herz der Zeremonie. Ohne das Emblem muss die Zeremonie abgesagt werden. Nein! Das war euer, das ist euer Werk, nicht wahr? Ihr könnt es nicht nur so verschmähen. Er ist von eurem Blut, er ist euer geliebter Sohn, oder war nicht? Also, jetzt wird dann die Frau im Schloss ist eine Frau. Die hat er geknackt und hat eine Tochter bekommen. Und dann hat er, während er die noch hat, mit der geknackt und die hat einen Sohn bekommen. Bastard! Ich hörte, Zephyr ist ein begabter Student, ein überwältigender Kämpfer, überragend in allem, worin er sich versucht. Und ich hörte auch, dass er beim Volk in hohem Ansehen steht. Ja, das ist wahr. Jedes einzige Wort, das ihr sagt. Er ist ein würdiger Sohn. Ich war weder mit Büchern noch mit Lingen überragend. Was wollt ihr? Ich kann nicht sagen, dass mir die Herz meiner Untertanen gehören. Zephyr und ich sind in allen Belangen gänzlich unterschiedlich. Es ist schwer zu glauben, dass er wirklich mein Sohn ist. Zephyr ist das Kind eurer Majestät. Euch mal klar, ihr wisst, dass dies die Wahrheit ist. Nein, es oder nicht. Ohne die Zeremonie wird er niemals als Thronfolger anerkannt werden. Merkt euch meine Worte und seid bereit, Weib. Eure Majestät, König Desmond! Desmond, der Mutter. Bitte, bitte wartet! Es ist euer Sohn, bitte! Was soll ich denn tun, Zephyr? Ja, Red Bitch. Ich bitte um Verzeihung, Eure Hoheit. Wir haben einen Besucher. Ich erfahre jetzt jemanden. Schick ihn vor. Euer Hoheit, ich... Schon in Ordnung. Du kannst gehen, ich werde mich darum kümmern. Ja, Lady. Wer? Lady Helen, zu lange schon haben wir uns nicht gesehen. Ich bin es, Luise. Luise, seid ihr es wirklich? Ah, Luise. Was ist los? Eure Augen sind gerötet. Es ist eine Schande, solche Schönheit von Tränen verunstaltet zu sehen. Es gibt aber etwas, ich... Wenn ihr es wünscht, werde ich gerne euch Sorgen anhören, eure Sorgen anhören. Mein Ehemann ist hier bei mir. Vielleicht kann er euch mit eurem Problem helfen. Kann es ebenfalls hier? Ich verstehe. Um ehrlich zu sein... Oh, oh. Oh nein. Verpennt, Lady Luise! Ja, dass wir euch warten ließen. Wie ist euch ergangen? Ich kann nicht behaupten, dass ich völlig versagt habe, dennoch... Was meint ihr? Es gilt eine Aufgabe zu erfüllen. Was wollt ihr damit sagen? Königin Helen... Helene? Eigentlich heißt sie Helene. Egal. Königin Helen, wir versuchen halt was. Wenn wir es für sie finden, wird sie unsere Bitte erfüllen. Geht es darum? Uns bleibt Zeit bis zum Morgen des 10. Tages von heute an. Was werdet ihr tun? Die Entscheidung liegt bei euch. Wir tun es. Schließlich ist dieser Test, den zu bestehen, es uns bestimmt ist. Wow, schlimmster Satz überhaupt im gesamten Spiel bisher. Sicherlich ist dieser Test, den zu bestehen, es uns bestimmt ist. Wow. Sagt das dreimal hintereinander und wenn ihr das schafft, schreibt es mir in die Kommentare. Holy balls. Aber ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das heißt, Kapitel 24. Bis dahin, tschüss.